So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spyro Years of Ice. Mit Engie im letzten. Ja, und. Und dem Serax. Ganz ehrlich. Im letzten Part haben wir Engie gerettet. Oh mein Gott. In einem wunderschönen Level. Mit einem herrlich coolen Endboss am Ende. Der war wunderschön. Aber das danach war noch wunderschöner. Und ich hoffe mal, dass wir nicht auch so belöschen. Ne, ich glaube ich mal woanders rein. Was klingt denn seriös? Ja, was klingt denn seriös? Oh, Marktebene, das klingt gut. Nehmen wir die Marktebene. Das ist gut in der Nähe. Mal gucken, was wir mal hier finden. In der Marktebene. Wer kommt als nächstes? Schröder. Obama. Nee, der Lux. Kim Jong-un. Ich würde einen guten Morgen wünschen, Spider-Man. Kein Morgen wird jemals wieder gut sein, solange die Rinoxen hier herumtreiben. Könntest du dich mit diesen lästigen Rinoxen befassen? Oh, ja, Ballerina tanzende Rinoxe tanzen hier rum. Auf dem Markt eben. Oh, da kümmern wir uns gleich drum. Hier sieht es schon mal ein bisschen übersichtlicher aus als in der Lava-Welt. Und Serax braucht sein Bier. Mhm, der braucht es. Unbedingt. Ganz nach dem Schock vom letzten Part. Oh Gott, das würde ich niemanden gönnen. Laura. Meine Ach, Unschuld. Ich liebe lila Drachen. Das war sehr hilfreich, Laura. Und das war das Wort der Stunde. Da ist eine Truhe, die kriegen wir jetzt noch nicht auf. Erst mit dem Schlüssel. Ich habe mir gerade den Schock von Andy, von Angie an. Angie goes to Spyro. Das war ein Horror. Das war der schlimmste Albtraum. Schlimmer als Amnesia. Schlimmer als Amnesia Justine. Wieder mal kurz weg, Nachschub holen. Ganz jo, dringend. Ich mach derweil schon mal weiter. immer noch unterwegs an der Marktebene. Was die Kerzen bedeuten, weiß ich jetzt nicht. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Wir kriegen bestimmt wieder das kleine Team-Quest. Und hier nochmal ein paar Juwelis ein. Lass uns nicht von dem Typ wieder treffen. Mit seinem Speerchen. Auch nicht von der komischen Putzfrau oder der Ballerina da drüben, was auch immer das gewesen ist. Und, oh Leute, es macht so einen Spaß. Wenn ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr noch mehr, was ich meine. Mit einem relativ bescheidenen Boss am Ende. War schon knackig. Und dann das Ende. Abgestürzt, Mist. Das Ende war ja das Beste. Das müsst ihr euch reinziehen, Leute. Das müsst ihr euch einfach reinziehen. Das ist so her. Ah, ich bin zu gut.
Scheiße. Boah, jetzt bin ich ja richtig am Verschissen hier. Gut, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen mit meinem Leben. Weil wenn wir Game Over sind, dann sind wir wieder aus dem Level raus und müssen, glaube ich, die ganzen Juwelen nochmal einsammeln. Halte den Dieb, Spyro, dieser Dieb da hat meine super tolle, teure Actionfigur geklaut. Hilf mir, sieh, mir zu bekommen, Spyro. Der Dieb da, okay. Wo ist der Dieb? Spyro, Mensch, ich bin froh, dass du hier bist. Die Rixdoxe haben die Glocken angehalten. Und jetzt sinkt der Chor des Ortes im falschen Takt. Könntest du einen Glocken in der richtigen Reihenfolge läuten, damit der Chor wieder singen kann? Okay, klein, mittelgroß. Klein, mittelgroß. Ich glaube, da... Oh, boah, was war das denn gerade? Wie die mich gerade eiskalt weggekickt hat. Naja, wenigstens kennen wir jetzt die Kombination. Gut, die müssen wir noch nicht machen. Das wäre zu früh. Und haben die Kerzen zu bedeuten? Die haben doch bestimmt irgendeinen Sinn, die Kerzen. Und Gesundheit. Danke. Oh, direkt mit Wiesen reingekommen. Was ich da vom Klo mitbringe. Oh. Oh, so zwei schöne kühle Blonde wieder. Das tut gut. Ja, das brauche ich jetzt nach dem Schock. Nach dem Schock, ja. Wir sammeln vielleicht Rubine ein, haben auch schon die ersten Quests erhalten, Glöckchen läuten und einen Dieb jagen. Oh, die Diebe, die kenne ich. Ja, die Diebe kenne ich auch noch aus dem ersten Spyro vom Zuschauen. Aus Spyro 1 für ein PSX oder für... Ja. Ich habe ja damals beim Zero zugeschaut. Achso, der hat das allererste gezockt. Ja. Oh, den habe ich ja original hier rumliegen. Ist einer meiner Lieblingsteile. Ja, der ist richtig cool. Der ist richtig genial. Genauso wie der zweite und der dritte. So herrlich. Wunderschön. Ah, wir haben ein Schlüsselchen bekommen. Schade, ich weiß, dass es... wo die Truhe ist. Schade, dass es diese ersten drei Spyros nicht für den N64 gibt. Ja, das ist sehr, sehr schade. Dann hätte ich mir sie gleich doppelt und dreifach geholt. Alter, Spyro auf der Cartridge. Einzigen Cartridges sind glaube 4 Stück und das sind diese Spyros. Davon sind 3 komplette Spyros und einer so, was hast du dazu noch mal gesagt, so ein Crossover oder ja, Fusion, genau, wo Crash Bandicoot dabei ist. Davon gibt es auch noch ein Crossover auch von der anderen Seite. Okay,
Okay, klein, mittel, groß ist die Glockenkombination. Das müssen wir uns merken. Klein, mittel und groß. Boah, diese Drecksballerina da oben. Wirbelt mich ständig runter. Das ist voll unfair. Es ist so eine Schlampe. Ja, es ist so ein... Rino Dingens. Ach so, eine Schlampe. Ja, ansonsten wäre die Quest kein Problem. Wäre nicht dieses fette Ding da oben. Und würde mir im Weg stehen. Da scheint der Dieb durch den Markt zu sausen. Ich glaube, den sollten wir mal schnappen. So leicht hinzukriegen, so wie der hier rumrast. Ja, Spiel schon nicht zu schwer, aber nicht zu einfach gestrickt. Die PSX-Teile sind wesentlich einfacher. Also da würde man mühelos, selbst ein Loop würde da mühelos durchkommen. Außer es ist so ein kleines Kiddy, wie ich damals. Ja, bei manchen Levels, wie beispielsweise, wo das Zeitlimit hattest, Hilfe brauchtest. Aber ansonsten, ja, kinderleicht. Und das hat sich halt diese Corporation halt gemerkt. Und dann beim Spyro 2 mehr als wett gemacht. Zu viel. Boah, verdammt ist der schnell, dieser Dieb. Oh, der hat eine Fee bei sich. Ja, komm schon. Man muss doch bestimmt anrempeln, den Dieb. Ja, den sollte man ordentlich anrempeln mit den Hörnern. Oder mit den Flammen. Dazu ist er leider gerade irgendwie zu schnell, das ist das Problem. Aber ich versuch's trotzdem mal. Den gab's auch schon in den ersten Teil. Da hat er auch so Dracheneier geklaut. Was ist es diesmal? Auch wieder Dracheneier, oder? Nee, er trägt ein Feendingens mit sich. Und ist verdammt schnell. Die sind immer verdammt schnell. Und manchmal sogar sehr, sehr unfair. Ja, das Wort unfair trifft es gerade von der Schnelligkeit her. Wenn du von der anderen Seite kommst, der dreht er sich direkt um und tschüss. Ja, das habe ich gemerkt. Das kenne ich so oft. Das habe ich so oft erlebt in der Kindheit. Aber es gibt so einige Tricks. Aber es kommt immer drauf an, wo der Dieb ist. Wenn er jetzt so einen Berg rumläuft, wo du nicht rüberkommst, dann ist es scheiße. Auf dem Markt zwischen den ganzen Ständen ist es blöd, weil ich ständig dagegen rammle. Das ist gerade echt ein kleines Problem. Und nur Leben, ich bin fast Game Over. Wie das denn? Ja gut, ist ja eigentlich bin auch nicht runtergeflogen. So. Ach so, wie ich am Anfang. Ja. Ach, Macher.
abgebremst. Das wäre es jetzt fast gewesen mit dem Klover. Ja, ich versuche nochmal die Glocken zu machen. Oh, ich habe irgendwas geschafft. Danke, Sparrow. Die Arbeit wird sicher viel leichter sein, wenn die lästigen Rhinoxe nicht mehr da sind. Einer von ihnen hat so ein Kristalldings hinterlassen. Du kannst es haben, wenn du willst. Anderen Worten, eine Fee. Ach, da ist ja. Du hast alles gerettet. Schon das Haus der Herbstfee? Wie, schon Level zu Ende oder was? Klein, mittelgroß war alles mit den Glocken. Was bei den Level noch? War das bei den Leben noch schaffen wir? Sicherlich. Denke ich mal. Nur wenn wir nicht sterben. Komm schon, die ganze Welt steht hinter dir. Alle jubeln dir zu. Ganz leise. Glocke fehlt. Wo könnte die stehen? Gut, erstmal das Truhchen aufmachen und die ganzen Juwelen mitnehmen. Ich weiß nicht, wenn man Geo ist, verliert man die Truhen oder bleiben die... Na, wir werden es gleich wissen, denn ich bin... Die Schlüssel oder die Truhen jetzt? Allgemein. Die, Juwelen allgemein. Ne, die verlierst du nicht. Also so kam mir vor. Gut, ich bin gestorben. Ich bin ja auch einmal gestorben und da habe ich ja gleich drauf geschaut. Strand der Meerjungfrauen, da waren wir bereits. Was bloß nervt das Gelaber jedes Mal, wenn man vorbeikommt, an welchen Typen, und die quatscht dich ja wieder voll. Mit Sachen, die du eigentlich schon weißt. Ja, das ist so ein typisches Kinderspiel. Hey, hast du schon mal vergessen, wie du sprichst? Ja. Ich habe damals schon im Kindesalter gedacht, wow, für was für Idioten ist dieses Spiel gedacht? Kein Scheiß! Ich hab die Steuerung im ersten Raum schon erlernt. Ich habe gelernt, wie man spricht, wie man so mit den Hörnern angreift, wie man Feuer speit und alles Mögliche. Und dann habe ich mich nur noch gelangweilt in den Tutorials. Für wie doof halten dich die Leute? Wie, ja. Da fehlen sogar mir die Worte. Gut, bei Portal war es nützlich, das Tutorial. Aber anderen Games, nee. Portal, da bin ich durchgewascht wie ein Verrückter. Halbe Stunde war das ganze Game vorbei. Länger
Viel länger nicht, es waren ungefähr 40 Minuten. Ich hab's blind durch. Ja gut, ich habe schon 2 Jahre davor ein paar Videos angeschaut, aber... 2 Jahre, hallo? Dazwischen eigentlich gar nicht. Mal Portal 2, aber da habe ich gedacht, zwei Roboter. Nee. Ich krieg's nicht hin mit dem Dieb. Jo, dann lassen wir erstmal den Dieb sein und gucken uns nochmal die Sache mit den Glocken an. Scheint aber alles oben zu sein, im oberen Bereich der Map. So wie ich das gerade so sehe. Ah, wir haben Liz gerettet. Das ist Nummer 1. Dann müsste Nummer 2 gleich da drüben sein. Ach, das war jetzt ganz schlau. Gut, fliegen ist hier vielleicht keine besonders gute Idee. In dem Marktbereich kann man nämlich sehr schnell auch abstürzen. Das wollen wir doch nicht riskieren. Was für ein unheimlicher Markt. Ganz ehrlich, auf so einen Markt würde ich ungern hingehen. Außer ich wäre wieder fit wie früher als Kind. Da würde ich natürlich rumklettern. Ich war ja so ein Affe damals. Ne, runterfallen, Mega Man. Ich glaube, damit habe ich es gerade irgendwie. Runterfallen ist eigentlich meine Sache. Oder jämmerlich sterben. Das schafft nur Mega Man. Nee, das Mario meilenweit davor. Gut, ich weiß jetzt, wo alle Glocken stehen. Das heißt, ich müsste es eigentlich noch mal langsam lösen können, die Quest. Ja komm, kriegen wir jetzt hin mit den Glöckchen. Jetzt wissen wir ja, wo sie stehen, jetzt machen wir das. Jetzt ist hier einfach mal Schluss mit runterfliegen. Ich frage mich, wenn er zwischendurch runterfällt, ob der das dann speichert, dass man letzte Glocke gelötet hat, oder ob man das nochmal machen muss dann. Also bei mir hat er sogar die Leuchttürme gespeichert, von daher. Ich denke mal auch, dass er das speichern wird. Uiuiui, jetzt wäre ich fast selbst freiwillig darunter gerannt. Ja. Freiwillig. Freitod. Nee, aber bis zu Legend of Spyro ist alles eigentlich sehr fair geregelt. Aber Legend of Spyro ist halt sehr alles ja, toll, ganz toll für Rages und unfair. Kacke. Ich meine halt, meine Nachbarn, die haben sich halt so, ja Junge, könntest du ein bisschen leiser bringen, das wäre sehr nett. Und hör auf, dieses eine scheiß Spiel zu spielen. Wie heißt es? Legend of Spyro.
Danke, Kerle. Okay. Sei ein bisschen ruhiger. So war's. So war's damals. Xerox Kindheit. Kindheit, ja gut, ich war schon so 12 oder 13 oder 14, irgendwas in der Art. Alter Schwede, was ist denn jetzt gerade passiert, wenn du das gerade nicht gesehen hast? Ich bin gerade voll weit nach oben geflogen, wie so ein Katapult oder so, ein Trampolin. Lol. Ich frage mich, war es gerade ein Glitch oder sowas? Nee, ich konnte... Oder habe ich gerade ein Trampolin aktiviert? Ich konnte es gerade echt nicht sehen, weil wegen Bildschirmübertragung und so. Ja, weil sonst, wenn ich es anmachen würde, dann würde sich ja XP einschalten. Das wäre extrem nervtötend. Deswegen kann ich dann nur beim guten Xerox zuschauen. Xpedia.de. Ist auch nicht schlimm. Gut, ich glaube, wir müssen es zweimal machen. Mit den Glocken. Leute, die Glocken. Oh ja, da sagst du gerade was. Was ich geil finde, heute kam ein Video von Mirko, aber ich konnte es bis heute nicht sehen. Ja, es ist ein letzter Test von einem alten Commodore Game. Oh, da freue ich mich. Die Space Fox. Och Mann, ich sollte über Bappen gehen. Monty on the One hat er letztes Test. Let's show, Klammer Fragezeichen. Da liegt die Entscheidung bei den Zuschauern. Muss ich mal ansehen. Allgemein ein LP von Mirko. Ja, bitte, gerne. Das war sogar einer der Typen, der mich damals inspiriert hat. Ah, Quest erfüllt. Wunderbar. Ach, Spyro. Das ist einfach wunderbar. Der Chor singt jetzt ganz harmonisch. Hier aus Dank schenke ich dir ein Metronom. Oder auch eine Fee genannt. Du hast Irene gerettet. Na, was sagt das Buch? Ja, ist auch relativ nah dran. Nur dass zwei Feen fehlen. Und ja, ein paar Rubine. Gut, aber die kann man ja noch nachsammeln später. Beziehungsweise, ich weiß ja noch, wo sich ein paar Rubine befinden, aber die sind nicht ganz leicht zu erreichen. Die Edelsteine. Richtig. Die Kronjuwel. Da ist der Levelausgang. Da gehen wir gleich hin. Ich möchte mal versuchen, die Rubine zu fangen. Einer von den Feen war ja der komische Dieb, den ich nicht erwischt habe. Aber andere wiederum, die waren glaube ich... Waren die hinten irgendwo? Ja, da auf der Plattform. Eigentlich auch nur ganz wenig. Aber immerhin. Ja, die sterbt noch dazu. Grandios, aber die Rubine habe ich noch mitgenommen. Wenn man das so auf manche NES-Games übertragen würde. Dir geht's so himmlisch gut im Gegensatz zu denen. Sagen, wir sind hier fertig und ich werde das Level jetzt verlassen. Mit einem großen R.
So, erstmal genug vom Marktplatz. Und wir haben ein Level bereits jetzt voll geschafft und das war das von Xerax. So, und damit hätten wir auch die Marktebene fertig. Da hat er jetzt die Wahl zwischen Steinzeit-Rennstrecke und Ameisenfarm. Obwohl, Ameisenfarm ist ja schon voll. Ich glaube, da war schon drin gewesen. Da war schon drin. Das war der Kraus mit Angela. Die Angela ist im Ameisenhügel. Dann bleibt ihm ja demnächst bloß noch die Steinzeit-Rennstrecke. Gut, Leute, dort... Warum kriege ich immer so eine Kacke? Dort geht's jetzt im nächsten Part hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Haut rein, ciao, ciao, auf Wiedersehen.